Morgendämmerung hier am Archipel. Ich bin gerade am Testen, zweiter Spot schon und ja, es geht so langsam los. Also, die ersten Brocken sind schon reingeschossen. Ich teste jetzt hier mittlerweile den zweiten Spot und bin natürlich gespannt, was jetzt hier an der zweiten Stelle auch noch so reingeht. Die erste Stelle war ja schon mehrfach in den letzten Tagen auch bekannt. Also hier oben dieser Bereich um diese 13 Meter herum. Da muss ich sagen, war es heute allerdings nicht so wirklich interessant. Zack, und da geht schon einer rein. Sehr gut. Und jetzt teste ich eine altbekannte Stelle. Bin hier einfach mal in der Nacht runtergebreddert und bin sehr gespannt, was jetzt hier am Tag noch alles so reingeht. Jawohl, schöner Hecht, nehme ich auch gerne mit. Hechte, Lachse, Zander wäre natürlich interessant. Wir gucken mal kurz in den Kescher rein. Das hier unten, das war natürlich der Anfang. Und dann bin ich runtergebreddert zu der anderen Stelle. Ladoga, Lachs, Ripusmaränen sind hier. Immer wieder die Ripusmaräne auch mit dabei. Atlantische Lachse mit dabei. Zander natürlich dann in der Nacht. Jetzt auch gerade hier der Hecht. Ja, und ich bin sehr gespannt, was jetzt hier noch weiter reingeht. Die Stelle auch hier absolut bekannt, immer wieder aktiv. Und zwar hier ganz unten dieser Winkel. Also diese Ecke, das heißt hier angefangen runterzufahren, dann natürlich einen kleinen Knick machen und dann hier irgendwann wenden und wieder zurück. Also so dieses, ja, dieses V oder dieser Winkel, das ist hier die Strecke. Zack, da geht direkt der nächste. Und hier soll es doch im Idealfall auch noch ein bisschen besser gehen. Ich hoffe hier noch auf mehr atlantischen Lachs. Das wäre natürlich super. Gerade oben an dem anderen Spot einen kleinen Stör dran gehabt. Den nimmt man natürlich auch gerne mit. Ja, guck. 7 Kilo Hecht, schmeckt. Ich nehme auch größere Hechte mit, kein Problem. Ganz wichtig übrigens, es gab ja Änderungen am Archipel fürs Auswerfen. Da jetzt ein bisschen drauf achten. Also dieses kurze Auswerfen und direkt hinterm Boot treiben lassen, das ist halt mittlerweile nicht mehr machbar. Da gab es wohl ja eine Möglichkeit, dass das relativ kurz oder mit relativ kurzem Auswerfen auch immer noch funktioniert hat. Ich werfe jetzt hier immer auf 15 Meter weit raus. Dann geht der Köder auch noch ein bisschen weiter runter. Kommt noch mal ein bisschen näher ran. Aber da gehe ich so auf Nummer sicher. Wenn ihr euch da sicher gehen wollt, einfach auch hier den Clip setzen. 15 Meter. Zack, gib ihm. Und gut ist. Na guck. Links und rechts und rechts und links. Und gleich am besten noch mal auf der Mitte. Also, das sieht auch schon wieder ganz gut aus. Auf jeden Fall auch hier deutlich bessere Frequenz als da oben an diesem 13-Meter-Loch. Ich hatte mir da ein paar Beiträge angeguckt und ein paar Kescherbilder angeschaut. Und wenn man da schon sieht, dass da die Fahrzeiten an diesen Stellen dann irgendwie 3 Stunden waren oder sowas, und dann sind die Kescher so gerade eben voll, dann wird mir ja ganz anders. Also so lange hier rumtuckern, dass der Kescher so gerade eben voll ist, macht ja überhaupt keinen Bock und auch überhaupt keinen Sinn. Da muss schon ein bisschen mehr frequent sein. Wenn man dann nach 3 Stunden mit den dicksten Fischen dann rumprahlt und sagt, ja, was für ein genialer Spot. Das ist natürlich dann, ja, natürlich verwässert das so ein bisschen das Ergebnis. In einer Stunde ein gutes Ergebnis, das wäre doch schon immer wieder interessant. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr so viel Zeit. Man sieht oben rechts in der Ecke die Tankanzeige, die ist schon so langsam leer. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal schön die Ecke abbreddern. Gleich nochmal probieren, vielleicht noch einmal zurück. So, nochmal ein bisschen gegenlenken hier. Das war hier auch, ja, das war hier auch richtig über diese flache Stelle hier fahren können. Genau. So. Ganz wichtig, wenn ihr hier drauf achtet, auch ich habe hier gerade noch ein bisschen drauf geachtet, aufs Echolot. Wie in dem Tutorial-Video zur Funktion des Echolots auch schon gesagt. Hier an diesem Boot ist das Echolot hinten angebracht. Und beim Nordmeer ist es vorne angebracht. Wenn ihr euch da noch ein bisschen unsicher seid mit der Verwendung des Echolots, ich verlinke das Video auch nochmal. Da gibt es dann sämtliche Infos auch nochmal zum Echolot und die Funktionsweisen und was man denn genau da drauf sieht.
So, zack, wieder raus. Ja, was mich schon interessiert hätte und was auch durchaus eine Option gewesen wäre, man sieht hier in relativ flachen Höhen, dass hier auch viele Fische eben vorrätig sind. Und wenn da so viele Spots sind, durchaus möglich, dass hier eben auch eher die Ripusmaräne vielleicht rumlungert. Also durchaus eine Option hier, möglicherweise einfach auch mal mit Vecki-Rig nochmal zu probieren, oder? Auch das hat ja immer wieder eine Zeit lang gut funktioniert. Vecki-Rig am Archi. Schön einfach absinken lassen. Also auch das durchaus eine Option. Weißt du was? Ich wende jetzt mal. Das dauert mir hier zu lange. Mit 1 km/h. Zack. Eben hart wenden. So. Kurz nochmal angucken. Sind wir wieder richtig ausgerichtet? Jawohl. Wenden in 2 Zügen. Und dann ab in den Trollinggang wieder. So. Immer wieder korrigieren, dass man auch richtig über die Stellen drüber fährt. Nochmal nachjustieren, das ist halt immer wichtig. Es gibt halt keine Anhaltspunkte am Horizont oder nur selten welche. Aber dann passt das. Jawohl. Also, schnell wieder raus. Vielleicht geht noch ein Brocken rein. 1 Stunde hier noch. Wenn jetzt hier natürlich gleich noch ein großer Drill kommt, dann verlängere ich nochmal. Immer ganz wichtig natürlich auch ein Ersatzticket dabei haben, falls man dann auf einmal doch einen großen Drill hat. Das ist schon wichtig. Ersatzticket 1 oder 2 Stück. Also ich glaube, ich habe immer welche in der Tasche und kaufe trotz allem, immer wenn ich hier hingehe, noch welche nach. Falls man dann doch irgendwann auf einmal so einen Monster-Drill hat und man will den Brockenhau rausziehen, dann nimmt man das natürlich gerne noch mit. So, tut sich noch was. Richtung ist, glaube ich, richtig, ja. Auch gerne hier so flach an dieser Stelle vorbei. Auch das geht ganz gut. Aber, nee, so richtig viel nicht. So richtig viel ist gerade noch nicht. Aber das ist halt normal. Also wenn mal so 2-3 Minuten nichts passiert, das ist halt normal. Wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden. Mal kurz nach Gewicht sortieren. Ja, 7-8 Kilo herum, das ist schon nicht so schlecht. Alles über 10 wäre natürlich ein netter Boost, einfach kohlemäßig. Gerade bei den Lachsen wird das so richtig gut reinhauen. Zack, da geht nochmal schnell einer rein. Sehr gut, 1/2 Stunde haben wir noch. Der hatte nochmal Bock. Ach so, Setup-mäßig. Ich würde sagen, wir ziehen den nochmal eben durch. Und dann gucken wir gleich am Land natürlich das Setup nochmal an. Welches, was ich hier verwendet habe. Welche Köder. Jawohl, nochmal einen Zander. 20 Minuten, na komm, ich glaube auf 20 Minuten, da wird nichts mehr reingehen. Dann gehen wir gleich lieber nochmal ganz kurz zurück, gucken uns das Setup im Detail an. So, ein bisschen durchgetwitcht, dann nehmen wir jetzt die nächste Route auch nochmal. Da wird aber jetzt in der letzten Minute nichts mehr reingehen. Ja, nächstes Mal, wenn ich es teste, werde ich direkt hier unten hinfahren nochmal. Da oben dieses 13 Meter Loch, das war viel vertrödelte Zeit. Na guck, aktiv nochmal reingetwitscht. Da war mir viel zu wenig. Oh, jetzt aber los hier. 5 Minuten, 4 Minuten. Ah, sehr schön. Auf die letzten 2 Minuten auch noch rausbekommen. Nochmal schön den Zander und Ticketende. Zack. Und wir gehen kurz zurück und schauen uns als erstes natürlich nochmal das Setup an. Also, hier jetzt gerade unterwegs gewesen mit der Black Edition. Black Edition, 51 Kilo Tragfähigkeit, plus 2 auf Wobbler. Immer wieder praktisch, Pluswerte. Alles das, was man im Endgame braucht, sind Bonuswerte. Denn, ja, was will man machen, wenn man bei allem 100% hat? Die einzige Steigerungsmöglichkeit ist dann eben übers Setup. Das gesamte Setup jetzt heute mal wieder hier mit der bunten Schnur. Ich hatte mir für die andere Route nochmal extra eine geholt. 60 Kilo finde ich passt ganz gut. 600 Meter Schnur habe ich hier genommen. Und davon passen dann 430 Meter auf die Wenger. Passend würde ich sagen, kann man schön ausnutzen. 55 Kilo Fluorocarbon jetzt hier in Verwendung. Da wäre natürlich eine Möglichkeit, auch ein bisschen feiner ruhig mal reinzugehen. Ein bisschen in das Risiko zu gehen, dass wenn dann die Super Trophy Hecht vorbeikommt, dass es da vielleicht einen Abriss gibt. Aber durchaus vielleicht einfach mal so im Bereich vielleicht von einem 30er, 35er
also so ein bisschen leichter hier reinzugehen, um zu gucken, ob das nicht besser ist fürs Lachsangeln speziell. Ja, und dann natürlich hier mit den Balsa Minnow. Ich hatte auch an diesem 13 Meter Loch, also hier unten, hatte ich eine Rute die ganze Zeit mit dem Deep Runner 1 in Gelb irgendwie ausgerüstet. Wir gucken uns den mal eben an. Da ist er schon, der Deep Runner 03 ist es gewesen, der knallgelbe. Also auch das natürlich durchaus eine Option, aber das war gar nicht mal so gut. Also auch da ging dann irgendwie gar nichts und auch bei den beiden handgemachten war nicht wirklich viel los. Ich habe hier mal eine andere Hakenart verwendet, die Zenit S-Trebe 02. Also die hier nochmal auch wirklich gute Qualität. Gucken wir mal eben rein hier. Nickelbeschichtung, nicht nur für Süß-, sondern auch fürs Meereswasser geeignet. Ja, ich verwende die jetzt einfach mal hier. Die waren einfach nochmal ein bisschen günstiger als die Ethalon. Die liegen ja bei 60, die Ethalon. Die lagen hier so bei 40, 50 herum. Also habe ich mir gedacht, komm, reicht. 2,0er Hakengröße reicht auch, war ganz passend. Und wie gesagt, eben hier den 110er, das ist halt wichtig, 110er Minnow. Also die große Version, wir wollen ja auch die großen Brocken. Ja, und so sah das ganze Ergebnis dann eben hier aus. Einige Lachse dabei, wir gucken mal erst kurz ins Café. Ist da was? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Hechtaufträge oder so. Das wäre nicht schlecht. Es gibt schwarzes Fältchen. Das könnte ich auch gleich nochmal testen. Dreimal Ripus Marine. Schade, eine fehlt. Schade, schade, schade. Schwarzes Fältchen. Ja, mit der Pose wäre auch mal nochmal wieder was. Stint und baltischer Stör. Naja, der wäre mir jetzt ein wenig zu schwör. Den brauchen wir nicht. Und wir gucken jetzt einfach nochmal in den Fischmarkt. Also, eine Stunde auf dem Archi, 400 noch was Silber. Ja, kann man machen. Fang, hier nach Fangzeit. Die Ripus und der, also von da bis da, 140. Und der zweite Spot unten, 270. Also, der erste Spot unten, das war dieses hier. Wirklich nicht so ganz ergiebig, viel zu wenig Action. Hier vorne in diesem Bereich waren so ein paar Einschläge. Hier dann ein, zwei nur noch. Also das war mir hier viel zu wenig. Da war die Strecke hier unten deutlich ergiebiger. Und da mal eine ganze Stunde verbringen, ist mit Sicherheit auch nochmal effektiver. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen bei anderen Witterungsverhältnissen. Jetzt hier so im Regen, naja, da war jetzt nicht wirklich viel los. Aber gucken wir mal. Einfach nochmal testen oder du testest mal. Und dann schreibst du unten in die Kommentare, was am besten lief. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr. Bis dahin.